Dieses Oberteil hat mir eine Freundin abgegeben und es hat leider hinten so einen Brandfleck vom Bügeleisen. Und ich finde es einfach viel zu schade, es wegzuschmeißen. Deswegen verändern wir es heute. Ich schneide erstmal das ganze Oberteil auseinander und dann passe ich mir den Cup-Part an, dass es ein bisschen kleiner ist und besser sitzt an mir. Und aus den restlichen Teilen habe ich dann so zwei Rechtecke ausgeschnitten für die Rückseite. Zwischen den beiden habe ich die Träger platziert und dann auf links zusammengenäht. Dann habe ich den hinteren Part wieder auf rechts gedreht, die Ränder versäubert und bei den Cups so kleine Raffungen eingenäht und die Vorder- und Rückseite miteinander verbunden. Und jetzt kommen wir zum besonderen Part. Ich habe mir cremefarbenen Chiffon gekauft und dann so eine Blattform achtmal ausgeschnitten. Die Ränder habe ich alle mit einem Räusern versäubert und dann habe ich meine Blätter an meinen Top angepinnt, sodass die leicht übereinander liegen und das einfach aussieht wie eine Blume. Das habe ich alles festgenäht und dann habe ich aus Spitze noch so kleine Blümchen ausgeschnitten und die vorne an meinen Top befestigt. Als letztes Detail habe ich dann vorne an die Blumen noch Perlen angenäht und so Perlenstränge gebastelt und ich fand das mega süß und ich hatte auch einen mega süßen Zuschauer. Und das ist mein neues Top. Ich bin absolut verliebt. Es gibt mir massive Fairycore-Vibes und ich liebe die Details mit den Perlen und den Blumen. Ah, vielen Dank fürs Zuschauen, my loves. Bye, bye.